Das Geheimnisbuch. Dani sammelte alles über Hunde. Poster, Postkarten, Bücher und was ihr sonst noch alles in die Finger kam. Sie wohnte in einer kleinen Stadt, wo es viele Bäume, Grünflächen und Spielplätze gab. Aber leider wohnte Dani in einem der drei Hochhäuser, die es in der kleinen Stadt gab, ganz oben. So weit oben, dass Dani dachte, sie müsste nur noch ein bisschen wachsen, damit sie direkt von ihrem Fenster aus die Wolken berühren könnte. Und leider waren in diesem Hochhaus Tiere strengstens verboten. Allerdings glaubte Dani nicht wirklich an das Tierverbot, denn Frau Mümmele, eine Etage tiefer, hatte schließlich eine Katze. Und der brummige Herr Püttelhase und seine dürre Frau Roswitha hatten einen Rauhaardackel. Papa meinte, die Katze von Frau Mümmele wäre so klein, dass man bei ihr schon mal ein Auge zudrücken könnte. Und der Rauhaardackel von Herrn Püttelhase sei schon so alt, dass er glatt als Plüschhund durchgehen würde. Als Dani noch in die erste Klasse ging, da glaubte sie das ihrem Papa auch noch. Aber dann, als sie gerade zur Klassensprecherin der 2B geworden war, da war sie sich ganz sicher, ihren Papa durchschaut zu haben. Papa mochte einfach keine Hunde. Und deswegen wollte er auch nicht, dass Dani einen bekam. Und weil Papa immer Danis Lieblingspapa sein wollte, schob er einfach die doofe Hausordnung vor. So war das also mit Danis Papa. Aber ihre Mama war auch nicht viel besser, denn die behauptete, für Hunde seien die vielen Treppen nicht gut. Und weil sie ganz weit oben wohnten, wäre das dann Tierquälerei, wenn sie zu Hause einen Hund halten würden. Aber ich kann ihn doch die Treppen hochtragen oder den Fahrstuhl benutzen, was Dani sonst nie machte, hatte sie empört erwidert. Aber Mama hatte den Kopf geschüttelt und gleichzeitig bedauernd die Schultern gehoben. Im Fahrstuhl bekommt der Hund Platzangst und wenn du ihn immer die Treppen hochträgst, ist das nicht gut für deinen Rücken. Und damit war dann auch für Danis Mama das Thema erledigt. Egal wie oft Dani auch bettelte, flehte und hoffte, ihre Eltern blieben dabei. Kein Hund für Dani. Doch dann, es war ein stürmischer Herbsttag. So stürmisch, dass Herrn Krauser aus dem dritten Stockwerk der karierte Hut von der Halbglatze flog, zog in die Wohnung genau gegenüber von Dani eine neue Familie ein. Mutter, Vater, Kind und ein Hund. Bei dem Kind handelte es sich um Caro, die bald nicht nur Danis neue Nachbarin, sondern auch ihre neue Mitschülerin sein würde. Bei dem Hund handelte es sich um Karlchen, einen Cocker Spaniel mit braunen Kulleraugen und entzückender Hundestupsnase, fand Dani. Und genauso schnell, wie sich Dani unsterblich in Karlchen verliebte, wurden auch Caro und Dani die allerbesten Freundinnen. Richtige Hundefreundinnen. Dani war glücklich. Über alle Wolken glücklich. Zwar hatte sie noch immer keinen eigenen Hund, dafür aber einen halben und obendrein noch eine neue allerbeste Freundin. Dann hatte Dani Geburtstag und bekam, neben unzähligen Geschenken und schmatzenden Küsschen von Tante Ella, Oma Ritachen, Mamas Freundin Gisela und natürlich von Mama und Papa, von ihrer Freundin Caro, ein Freundinnen-Geheimnisbuch geschenkt. Natürlich mit einem super süßen Hund vorne drauf. Gleich am ersten Abend schrieb Dani etwas super Geheimnis in das Büchlein und brachte es Caro rüber. Am nächsten Morgen bekam sie es von Caro zurück. Natürlich mit einer Antwort. Daraufhin schrieb Dani wieder etwas hinein und brachte das Buch nach den Hausaufgaben zu Caro. Dies nur eine halbe Stunde später, als die beiden mit Karlchen Gasse gehen wollten, wieder zurückbrachte. So ging das kleine Büchlein zwischen den Mädchen hin und her und füllte sich mit Geheimnissen, von denen nur Dani und Caro etwas wissen durften. Viele ihrer Gedanken, Träume, Wünsche, Hoffnungen, kleinen Lästereien über Lehrer, Eltern, Mitschüler und natürlich, was man gemeinsam erlebt hatte, was in etwas krickeliger Schrift von Dani und mit sehr ordentlichen und geraden Buchstaben von Caro dort aufgeschrieben worden. Natürlich war das Buch für jeden anderen streng verboten. Niemand durfte darin lesen, außer Dani und Caro. Schließlich war es ja ein Freundinnen-Geheimnisbuch. Doch dann, Dani war etwas früher von Caro nach Hause gekommen, als mit ihrer Mama abgesprochen, stand sie plötzlich im Wohnzimmer und entdeckte ihre Mama auf dem Sofa sitzend. Sie hatte Dani nicht bemerkt, saß mit dem Rücken zu ihr und las.
Als Dani einen Schritt ins Wohnzimmer machte, schreckte ihre Mama auf und rief: Daniela! Was sie nur sagte, wenn irgendwas nicht stimmte. Was machst du denn schon hier? Dann klappte sie hektisch das Buch in ihren Händen zusammen und legte es neben sich aufs Sofa. Dani hatte trotzdem erkannt, um welches Buch es sich handelte. Ihr Freundinnen-Geheimnisbuch. Das ist... Jawohl, stammelte sie wütend. Mama hob schwichtigend die Hand. Ich habe nur darin geblättert. Den ein oder anderen Eintrag auf Rechtschreibfehler überprüft, verteidigte sie sich. Aber das darfst du nicht, empörte sich Dani mit ärgerlich funkelnden Augen und dunkelroten Glühwangen. Ihre Mama hob verwundert die Augenbrauen. Reg dich doch nicht so auf. Natürlich darf ich das. Ich bin deine Mutter. Wütend stampfte Dani zum Sofa hinüber und griff nach ihrem Geheimnisbuch. Das ist ja so gemein von dir, krächzte sie, drehte sich um und schoss zur Tür hinaus. In ihrem Zimmer warf sie sich auf ihr Bett und vergrub das Gesicht in den Kissen. Dani war wirklich richtig wütend, aber mindestens genauso enttäuscht. Einen Moment später klopfte es an der Tür und ohne eine Antwort abzuwarten, kam ihre Mama ins Zimmer geeilt. Dani, ich verstehe wirklich nicht, worüber du dich so ärgerst. Da schoss Dani in die Höhe und sprang auf ihre Beine. Mit energisch vorgestrecktem Kinn baute sie sich vor ihrer Mama auf. Das ist ein Geheimnisbuch, Caro und meins. Darin darfst du nicht lesen. Aber ihre Mama wollte das wirklich nicht einsehen. Quatsch, ich habe euch doch nichts weggelesen, witzelte sie. Die beiden stritten eine Weile hin und her, bis Dani schließlich die Schultern hob und bitter, bitter traurig sagte: Schon gut, Mama, dann darf ich eben keine Geheimnisse haben. Wenig später klopfte es noch einmal an Danis Zimmertür und Caro stand davor. Deine Mama hat mich reingelassen. Sie sagt, dass du schlechte Laune hast und ich soll mich bloß in Acht nehmen. Pah, murmelte Dani. Das ist wieder typisch. Und dann erzählte sie Caro, wobei sie ihre Mutter ertappt hatte. Ich soll meiner Mama auch immer alles erzählen, sagte Caro schließlich. Ich auch, aber weiter kam Dani nicht, denn plötzlich, schwupp, klopfte es erneut an der Zimmertür und nachdem Dani leise herein gemurmelt hatte, stand auch schon Justine mitten im Zimmer. Hallöchen, ihr beiden. Was hat mir Katayoshi gerade erzählt? Ihr dürft keine Geheimnisse haben? Und eure Kinderrechte werden nicht geachtet? Katayoshi? Wisperte Dani mit großen Augen. Kinderrechte und Geheimnisse? Lispelte Caro ebenso verblüfft. Jawohl. Das ist mal wieder ein Fall für dich, Justine, hat mein Freund Yoshi gesagt und mir von eurem Problem erzählt. Dann habe ich mich natürlich sofort auf den Weg gemacht, denn wenn immer irgendwo Kinderrechte missachtet werden und Yoshi oder ich bekommen es mit, dann bin ich, schwupp, natürlich sofort unterwegs. Justine schnappte kurz nach Luft und schnatterte dann weiter. Ich bin übrigens Justine und ich habe euch was mitgebracht. Wer liest laut vor? Und damit streckte sie die weiße Schriftrolle den beiden Freundinnen entgegen und grinste wie ein Honigkuchenpferd. Dani schaute Caro an und Caro schaute ebenso betröppelt zurück. Schließlich räusperte Dani sich und krächzte: Spinnst du ein bisschen? Justine schüttelte ihren Kopf, dass die dunklen Haare nur so flogen. Natürlich nicht, empörte sie sich. Caro hingegen griff mit vor Aufregung zittrigen Händen nach der Schriftrolle, entrollte das Papier und begann zu lesen. Das sind Kinderrechte. Artikel 16. Kinder haben das Recht auf Schutz des Privatlebens. Jedem Kind steht das Recht auf Privatleben zu. Kinder dürfen Geheimnisse haben. Niemand darf in den Tagebüchern oder Briefen eines Kindes einfach herumschnüffeln. Niemand darf Kinder zwingen, von ihren Träumen oder Gedanken zu erzählen, wenn sie das nicht möchten. Allerdings gibt es Situationen, in denen sich Eltern einmischen dürfen und auch manchmal müssen, denn sie haben auch die Aufgabe, ihre Kinder zu erziehen. Das heißt, Mama durfte wirklich nicht in unserem Freundschaftsbuch lesen? Rief Dani aufgeregt.
Justine legte den Finger ans Kinn, neigte den Kopf ein wenig zur Seite, rollte mit den Augen und flötete: Stimmt! Wenn du das nicht möchtest, dann darf sie das auch nicht. Dani schlug sich mit beiden Händen klatschend auf die Oberschenkel und triumphierte. Ich hab's doch gewusst! Und mit mauliger Stimme fügte sie schnell hinzu: Aber Mama hat mich mal wieder nicht ernst genommen. Und nun? Wollte Caro jetzt wissen? Aber ehe Justine antworten konnte, war Dani schon zur Tür hinausgestürmt und zu ihrer Mama in die Küche gelaufen. Mama, Kinder haben Rechte, schrie sie sofort los. Und die Großen dürfen gar nicht einfach in den Geheimnisbüchern oder Tagebüchern der Kinder lesen. Und meine Briefe darfst du auch nicht aufmachen. Dani war so richtig in Fahrt. Deshalb fiel ihr der wütende Blick, mit dem ihre Mama sie bedachte, auch gar nicht auf. Doch als ihre Mama schließlich die Unterlippe zwischen die Zähne zog und darauf rumkaute und auf ihrer Stirn plötzlich diese steile Falte auftauchte, da merkte auch Dani, dass etwas nicht stimmte. Ich bin für dich verantwortlich und ich muss alles wissen, was dich betrifft. Das ist mein Recht, liebe Daniela, knurrte sie. Und weil Dani trotzig das Kinn vorstreckte und ihrer Mama einen Blick aus Augen, die anscheinend nichts bereuten, zuwarf, beschloss Justine, dass es nun an der Zeit war, schwupp, und schon hockte die klitzekleine Justine auf Mamas linker Schulter. Danis Mama war wieder ein kleines Mädchen, Charlotte, vielleicht so alt wie Dani jetzt. Ihre allerbeste Freundin Diana war vor ein paar Tagen in eine andere Stadt gezogen. Charlotte war sehr traurig gewesen. Doch dann hatte ihre Mama vorgeschlagen, dass sie Diana einen Brief schreiben sollte. Seitdem wartete sie nun auf Dianas Antwort. Doch als sie ein paar Tage später aus der Schule kam, da saß ihre Oma Wilma am Küchentisch und hielt einen kleinen blauen Umschlag in den Händen. »Hallo Charlotte, deine Freundin Diana hat dir geschrieben. Ihr gefällt es sehr gut in der neuen Stadt und eine Freundin hat sie auch schon gefunden«, verkündete Oma Wilma strahlend. Charlotte wusste nicht, worüber sie mehr enttäuscht sein sollte. Darüber, dass ihre Oma einfach ihren Brief geöffnet und gelesen hatte oder dass Diana so schnell eine neue Freundin gefunden hatte. Beides fühlte sich schrecklich an. Ganz schnell und ganz leise zischte sie ihrer Oma zu: »Warum hast du meinen Brief gelesen? Das durftest du nicht.« Doch Oma Wilma zuckte nur gleichgültig die Achseln und meinte: »Unsinn. Kinder dürfen keine Geheimnisse haben.« Und damit war das Thema für sie erledigt und schwupp war die klitzekleine Justine wieder von Mamas Schulter verschwunden. Danis Mama fuhr sich mit den Händen übers Gesicht und Haare und seufzte. Dann sagte sie leise: »Entschuldige bitte, Dani. Ich habe da wohl etwas vergessen. Natürlich darfst du Geheimnisse haben. Und das ist gut und wichtig für dich.« Dann lief sie einfach zur Tür hinaus. Trotzdem fühlte sich Dani ganz schwer, als sie mit hängenden Schultern in ihr Zimmer zurückschlich. »Auftrag erfüllt«, trällerte Justine fröhlich. Kater Yoshi rümpfte die Nase. Gerade hatte er die ersten Zeilen an seinen guten alten Katerkumpel Edward geschrieben und, weil Justine so plötzlich neben ihm aufgetaucht war, doch glatt den Federhalter einmal quer über das ganze Blatt gezogen. »Jetzt kann ich noch einmal von vorne beginnen«, maulte er. »Was hast du denn geschrieben?« wollte Justine neugierig erfahren und war schon dabei, ihrem Katerfreund das Blatt aus den Pfoten zu zerren. »Stopp!« rief Yoshi. »Auch 777 Jahre alte Kater haben das Recht auf Geheimnisse.« Justine kicherte und schlug sich die Hand auf den Mund. »Ups, das habe ich doch glatt vergessen.« Und dann fasste sie den Kater bei den Vorderpfoten und schon waren die beiden wieder unterwegs. Denn natürlich wollte sie nicht verpassen, wie Dani und ihre Mama sich endlich einmal aussprachen. »Ich finde es nicht gut, dass Papa und du mich angelogen haben, wegen der Sache mit dem Hund.« Danis Mama nickte. »Das stimmt«, gab sie zu. »Wir hätten es dir vernünftig erklären und dir nicht so einen Unsinn erzählen sollen.« Auch Dani nickte. »Das wäre wirklich besser gewesen. Dann wäre ich mir auch nicht so dumm vorgekommen.« Doch dann fügte sie etwas beschämt hinzu: »Aber ich hätte vorhin auch nicht so frech zu dir sein dürfen.« Wieder nickte ihre Mama. »Stimmt. Und ich durfte nicht einfach in deinem Buch lesen. Es gab keinen Anlass, dir und Caro nicht zu vertrauen. Das war nicht richtig von mir.«
Dani schniefte ein bisschen, warf ihrer Mama einen schiefen Blick zu und sagte dann: Jetzt verstehe ich, was Justine damit meinte, als sie zu Caro und mir sagte, Kinder haben Rechte, aber auch Pflichten. Ihre Mama hob erstaunt die Augenbrauen. Justine? Wer ist Justine? Da grinste Dani und meinte mit rätselhafter Stimme, Kinder haben das Recht auf Geheimnisse, Mama. Schon vergessen? Und schwupp machten Justine und Yoshi sich auf den Weg zu ihrem nächsten geheimnisvollen Auftrag.